Ich freue mich sehr, heute Moritz Rehmann, Fondsmanager des DJE Multi-Asset und Trends Fonds, begrüßen zu dürfen bei uns bei Fund Research TV. Guten Tag. Guten Tag. Als Mischfondsmanager müssen Sie ja den großen Makroblick im Visier haben. Wo sehen Sie denn da die größten Entwicklungen, die für Sie wichtig sind? Ja, Mischfondsmanager ist ja das große Privileg, wirklich wählen zu können zwischen den Asset-Klassen. Und das ist eigentlich das, was wir im DJE Multi-Asset und Trends auch wirklich aktiv machen. Dass wir genau überlegen, wo ist letztendlich der Mehrwert für den Kunden. Und jetzt zuletzt war es eben wirklich so, dass wir auf der Anleiheseite wieder viel mehr investieren konnten und es auch mehr Spaß gemacht hat, bei den aktuellen Renditen im Endeffekt im Anleihemarkt zu investieren. Das heißt, wir sind wieder hoch von Anleihequoten von knapp 12%, eher Richtung 24-25%. Und das ist eigentlich das, was letztendlich auch das Potenzial zurzeit ausmacht. Das heißt, wir haben wieder endlich in einem Mischfonds die Möglichkeit, vernünftig Rendite auf der Anleiheseite einzusammeln. Wir sind auf der Aktienseite hin immer noch sehr aktiv in strategischen oder strukturellen Wachstumssegmenten unterwegs. Das heißt, diese Mischung aus sicherer Rendite und eben Wachstum auf der Aktienseite. Und das Ganze ankern wir dann mit einem gewissen Teil von Edelmetallen. Das heißt, eine Goldquote so von um die 8% ist eigentlich das, was wir momentan auch bei der aktuellen geopolitischen Lage her als die richtige Beimischung empfinden. Und das macht eigentlich auch das Produkt oder den Markt im Moment aus, wenn man so will. Wir haben eben geopolitische Spannungen. Wir haben wahrscheinlich aber auch ein No-Landing-Szenario in den USA, also was weiterhin die Aktienmärkte befördern wird und auch die Ausfallquoten auf der Anleiheseite hin massiv positiv beeinflussen wird nach wie vor. Aber wir haben eben auch länger höhere Zinsen. Das heißt, man muss dann schon sehr genau schauen, welche Aktien passen in dieses Higher-for-Longer-Umfeld, wenn man so möchte, auf der Zinsseite. Aber wir profitieren eben davon auch, zum Teil eben über die ausgewählten Aktien oder eben auch über die Anleihekomponente. Und wie würden Sie sagen, ist der Fonds derzeit eher offensiv oder defensiv aufgestellt? Also er ist ja von der Kategorie her ein offensiver Mischfonds. Und eine neutrale Quote auf der Aktienseite wäre so um die 75%. Und momentan sind wir eher so bei 67-68%, das heißt gleich untergewichtet. Aber auch so ein Stück weit eigentlich aus dieser Abwägung heraus, wo ist eigentlich der Mehrwert am Markt momentan am stärksten zu finden? Und den sehen wir eigentlich momentan schon etwas prononcierter bei den Anleihen. Das heißt, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, gute Bonitäten mit um die 5% einzusammeln, dann nehmen wir das jetzt zurzeit auch wahr, auch ein Stück weit eben zu Lasten dann der Aktienkomponente. Aber eben dann auch mit der Chance, jetzt eigentlich schon mal fix zu machen, dass wir auf die nächsten 4 bis 5 Jahre mit diesen Anleihen 5% pro Jahr verdienen können. Und dann halt auch natürlich momentan ein Stückchen zu Lasten der Goldseite. Also sprich, Gold ist momentan auch etwas höher gewichtet. Das hat bei uns so eine Bandbreite zwischen 0 und 10%, in der wir agieren können. Da sind wir momentan so bei circa 8 mit Gold und Silber zusammen. Das heißt, das muss natürlich auch irgendwo herkommen, das Geld dafür. Das heißt, das führt natürlich auch dazu, dass die Aktienquote ein bisschen niedriger ist, als sie sonst in einem geopolitisch stabilen Umfeld wäre. Das heißt, man könnte wahrscheinlich sagen, wenn sich Geopolitik wieder in einem stabileren Setup befindet, dann wäre wahrscheinlich die Goldquote eher wieder so 3% niedriger und dafür wäre die Aktienquote aus dem Goldfunding heraus, wenn man so möchte, eher wieder 3% höher. Sie haben ja das Privileg, auf der Unternehmensseite, auf der Anleihenseite zwischen Staats- und Unternehmensanleihen auszuwählen. Wie ist denn da das Verhältnis? Ja, wir sehen halt momentan immer noch, dass eigentlich die Risikoprämien für Unternehmensanleihen nicht so sind, wie wir sie gerne sehen würden. Das heißt, wir haben eigentlich zuletzt eher Staatsanleihen gekauft. Wir hatten eigentlich in der Historie, wenn man 2 Jahre zurückschaut, fast nur Unternehmensanleihen, weil es letztendlich auf den Staatsanleihen eigentlich keine Rendite gab. Das hat sich jetzt komplett gedreht. Also wir sind jetzt bei den ca. 24% Anleihen, ist es jetzt eigentlich momentan fast 50-50, wenn man so will, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Das heißt, wir haben eigentlich fast nur die Staatsanleihen in der Quote signifikant nach oben gefahren. Und das ist natürlich auch das, was uns dann zukünftige Opportunität gibt. Das heißt, wenn wir sehen, dass die Renditen runterkommen oder dass eben der Aktienmarkt noch bessere Chancen bietet an gewissen Segmenten, dann sind natürlich diese Staatsanleihen deutlich liquider und können uns natürlich dann auch dabei helfen, im Endeffekt wieder Gelder freizumachen für die Aktienseite. Nun heißt hier vor DJE Multi-Assets und Trends. Wie setzen Sie die Trends auf der Unternehmensseite um? Genau, das ist ein ganz wichtiges Differenzierungsmerkmal, wenn man so möchte, auch im Hause DJE. Denn das Thema oder der gemeinsame Nenner im Endeffekt dieser Aktien sollte halt sein, dass sie wirklich diese strukturelle Wachstumskomponente haben. Das heißt, wir haben Themen eben wie Demografie, wie AI, wie grüne Technologien, wie, ich sag mal, auch Gaming, ja, also sprich digitales Leben, wenn man so möchte, wo wir halt diese strukturellen langfristigen Prognosen suchen, also sprich, was ist zum Beispiel das Wachstum des Gaming-Marktes in den nächsten Jahren bis 2030, wenn wir da Zahlen haben, zum Teil im Bereich von, ich sag mal, um die 10% oder mehr, das ist eigentlich das, was wir als Untermauerung dann für die Unternehmen suchen, die wir dann investieren. Das heißt, am besten haben wir ein Marktsegment, wo wir so eine Prognose stellen können oder wo wir die von einem nennenswerten Researcher bekommen und dann suchen wir die Aktien, die dazu passen. Und das ist im Endeffekt das, was den Fonds auch ausmacht, also sprich strukturelles Wachstum auf der Aktienseite,
mittlerweile eine sehr gute Rendite oder Chance-Risikorendite-Seite auf der Anleiheseite plus eben diesem Goldanker, den wir halt als zusätzliches Sicherheitsmerkmal haben. Mhm. Sie hatten jetzt die Rendite angesprochen. Können Sie noch was zur Performance sagen vom Fonds? Genau, also year-to-date ist er circa 6,5-7% im Plus. Auf die letzten 12 Monate waren es so 14-15% circa. Und das ist eigentlich das, was wir im Endeffekt auch sehen. Also wir haben eine sehr moderate Volatilität, einfach auch rund über den Asset-Mix und können trotzdem sehr positiv in der Renditeseite punkten. Also eigentlich das, was wir das eigentlich mal als Mehrwert an den Kunden auch liefern wollen. Mhm. Herr Rehmann, vielen Dank, dass Sie uns ein paar Einblicke gegeben haben in die Strategie und den Fonds. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die guten Fragen.